Die Lootleg-Insel von mir wurde erhöht. Die Spawnrate beträgt jetzt 20. 20 ganze Prozent. Und bis zum großen Update am Dienstag wird es jeden Tag viel, viel höher. Ich bin Dr. Doom. Und ich beschwöre Mephisto. Hi Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu diesem Video, Alter. Das war so eine geile Runde. Habe ich tatsächlich noch aufgenommen. Mega geheimes Update für die Doom-Insel, ne? Das Doom-Event, ne? Was natürlich eine 5%ige Spawn-Jux hat. Hat ein cooles Update bekommen. Alle Infos bis zum Dienstag in diesem Video. Es ist echt schön. Um das nicht zu verpassen, schaut das gesamte Video. Und dann haben wir hier noch einen von euch aus der Community zufällig in einer random Runde gehabt. Es war so eine random Runde eigentlich. Aber auch so geil, Freunde. Genießt das ganze Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Natürlich, Freunde, wenn ihr hier in den Item-Shop geht, Black Cat ist einmal da. Ganzes Bundle für 2300 V-Bucks. Mich würde es freuen, würdet ihr euch Black Cat oder irgendjemand anderen kaufen oder auch gar nichts, ist eigentlich egal. Und hier einfach meinen Creator-Code reinballern. Creator-Code-Schmähle, auf Suchen klicken. Somit ist das Ganze bestätigt. Vielen, vielen lieben Dank an jeden, der mich auf diese Art und Weise unterstützt. Jetzt geht's direkt rein. Moin Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu diesem Video. Wir wollen die Doom-Insel, Freunde. Ich bin die ganze Zeit da dran, diese Insel zu finden. Und habe ich sie gefunden? Genau, richtig. Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Genau, nein. Aber Leute, das soll sich mit dem Video ändern. Ich hoffe natürlich, die Videogeister sind für mich und lassen das Ding jetzt spawnen, ne? Ich hoffe natürlich, dass es jetzt so sein wird. Ihr habt tatsächlich ein riesengroßes Update bekommen. Das Ganze wurde nur auf Twitter so announced. Also an alle Leute, die das jetzt noch nicht mitbekommen haben, ist quasi so ein geheimes Update. Habt ihr nicht bemerkbar irgendwie im Newsfeed oder sowas oder auch kein Update oder so. Das ist quasi ein geheimes Update und das hat es wirklich in sich. Die Lootleg-Insel, ne, mit der Doom-Fähigkeit, da habt ihr eigentlich den Win 100%ig, ne? Das ist eigentlich eine ganz, ganz easy Sache, dass ihr da den Doom-Sieg bekommt. Und das Ganze hatte eine Spawnrate von 5%. Ja, ihr habt richtig gehört. 5%. Letztes Wochenende hatte es eine Spawnrate aber von 12%. Epic hat gedacht, ja, übers Wochenende machen wir es halt ein bisschen höher. Haben sie gemacht. Und dann hat es 12. Am Montag, ne, wurde es dann halt wieder runtergemacht. Das ist eine ganz, ganz klare Sache. Jetzt am Freitag war es tatsächlich so, beziehungsweise gestern am Freitag war es halt so, dass das Ganze wieder hochgeschraubt worden ist. Und zwar auf 20%. Und wir wissen, Leute, wir bekommen am Dienstag ein großes Update. Ne? Am Dienstag kommt das große Iron Man Update und so weiter und so fort. Und da, bis dahin wird sich jeden Tag die Spawn-Wahrscheinlichkeit erhöhen. Das heißt, heute am Freitag, wo das Hotfix-Update, sag ich mal, rausgekommen ist, das geheime Update, hat sie eine Spawn-Rate von 20%. Wie das jetzt aussieht, wenn dieses Video rauskommt, vielleicht sogar schon 25, vielleicht sogar 30. Das wird jetzt bis zum Dienstag immer erhöht werden, jeden Tag, hat Fortnite geschrieben. Und das ist krass, damit auch wirklich jeder die Chance hat, das Ding zu finden, ne? Sie haben natürlich auch die Zone so angepasst, dass sie nicht mehr enden kann, wo auch keine Insel mehr spawnt. Also, dass das jetzt auch immer sehr, sehr schön gemacht ist, finde ich sehr, sehr nice. Ich muss sagen, das Einzige, was die Doom-Insel noch ein bisschen, würde ich sagen, schwach macht, ist, dass es erst, wie gesagt, nach der vierten Zonenphase kommt. Weil da leben nur noch 15 Leute maximal und der Rest der Runde, ne, ist da gar nicht von betroffen. Thanos ist zum Beispiel auch krass gewesen, kam direkt zum Start der Runde. Und ja, gut, ist einfach so. Mal gucken, ob wir diese Runde Glück haben und die Lootleg-Insel finden. Ich hätte auf jeden Fall Bock, mal endlich. Geil, Mann. Geil. Wie gesagt, ich habe echt Bock, die Lootleg-Insel zu finden. Ihr kennt mich, Freunde. Wir haben gestern gestreamt, ne? Und wir hatten die Lootleg-Insel natürlich nicht gefunden. Eine ganz, ganz klare Sache. Wir hatten sie nicht gefunden. Wir haben ganz viele Runden gewonnen. Wirklich gewonnen, ganz viele. Und haben sie tatsächlich, ja, Leute, nicht einmal gefunden. Nicht einmal gefunden. Das ist einfach so, Freunde. Crazy, crazy, crazy. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir sie einmal gefunden haben. Und zwar bin ich gestorben. 3 Sekunden später war die vierte Zone. Und wer ist gespawnt? Die Lootleg-Insel. Das war so wild, Freunde. Die Lootleg-Insel ist gespawnt. Und ich war 3 Sekunden tot. Und das war das einzige Mal, dass ich sie gefunden habe. Klar, ich hatte sie davor tatsächlich schon mal. Ne, das muss ich sagen. Aber
Aber. Ich frage mich manchmal, was die Leute hier machen. Crazy, crazy, crazy. Ihr seht, oben links schreit gerade Muffel und den habe ich gerade getötet. Ich habe ihn gerade schon beim Bus gesehen, wo er ausgestiegen ist. Wie da steht. Geil, geil, geil. Und er schreibt, er wollte eine Fortnite spielen. Sehr, sehr sexy. Also, ihr wisst, wie ich meine. Soll nicht weird klingen. Ihr wisst, wie ich das meine. Wie gesagt, ich beliebe, dass ich sie jetzt finde. Hatte sie einmal. Und zwar am ersten Tag, wo sie rausgekommen ist. Danach nie wieder. Jetzt natürlich, bin ich euch ehrlich, hoffe ich, dass ich sie auch ein weiteres Mal finde, ohne dass ich gestorben bin, ne? Das würde ich natürlich bevorzugen, bin ich euch auch ganz ehrlich. Holen wir uns mal hier ganz, ganz kurz den wunderbaren... Let's go. Der ist so easy an sich, der Boss, Freunde. Das ist jetzt eine eklige Situation, ihr seht's hier. Boah, das war eine eklige Situation. Das muss ja ein echter Gegner da gewesen sein. Und ich habe kaum Leben, nice. Aber wir haben ihn uns zum Glück. Und ihr seht, glaube ich, was ich meine, oder? Oh nein. Lass, 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 lass. Hör auf, ihn anzuscannen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Jetzt leben allein nur noch 20. Jetzt leben tatsächlich allein nur noch 20 Leute. Und die Lootleg-Insel ist noch nicht mal gespawnt. Also bis die spawnt und bis das Ganze natürlich dann... einer hat, dann leben wahrscheinlich 10 Gegner. Klar, natürlich 10 Gegner, mit denen kann man noch Spaß haben, aber das ist halt relativ wenig. Ich glaube, ihr könnt das nachvollziehen. Das ist tatsächlich so der einzige Haken, sage ich mal, den ich tatsächlich so erwähnen würde. Aber ansonsten gefällt es mir. Finde ich Event sehr, sehr geil. Finde ich gut, dass Epic sowas macht. Wirklich, finde ich echt geil. Und auch die Spawnrate, dass sie sich jetzt bis zum Update jeden Tag erhöht, ist auch was Gutes, weil 5%, Freunde, das ist halt einfach wirklich zu wenig, kann man sagen, was man möchte. Ehrlich, mach dein Ding da oben. Mach dein Ding. Ich will gar nichts von dir. Wir ziehen jetzt auch erstmal durch. Komm, Doom! Gespawnt? Nee, ich glaube, nach der müssen wir noch eine Phase abwarten. Ich glaube nicht, dass sie jetzt direkt nach dieser Phase spawnt. Oh, bitte, bitte. Also wirklich, es ist so bitter. Einmal beim Anfang gehabt, wo die direkt am ersten Tag da war, da habe ich mir gedacht, Alter, habe ich ein Glück, ne? Gut, seitdem jeden Tag fast gestreamt, Runden über Runden über Stunden. Nicht gehabt, das Teil. Gut, war natürlich ein bisschen belastend. Auch am Wochenende, wo sie auf 12% erhöht war, nicht gehabt. Dann war sie auf 20%. Erste Runde finde ich sie. Bin aber schon seit 3 Sekunden. Und das ist ungelogen. Ich bin wirklich erst 3 Sekunden tot gewesen. Und dann spawnt das Teil auf einmal. Ich habe mir so gedacht, bitte jetzt nicht, ne? Und dann spawnt es wirklich crazy, crazy. Och man, ihr Schwitzer. Anonym, bist du wohl ein krasser Streamer? Bist du ein krasser Streamer? Du bist wahrscheinlich der krasseste. Wenn jetzt die Doominsel spawnt, lösche ich mich. 2, bitte nicht. Das ist jetzt nicht dein Ernst! Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder was? Das ist doch jetzt ein Witz! Dicker, was? Bevor ich mich jetzt aufrege. Egal. Wir müssen uns natürlich auch gute Krippen... Ah, Stahlwände wären noch gut. Wenn ich irgendwo Stahlwände herbekommen würde. Weil wenn ihr dann da oben seid, Noble ist das eine ganz, ganz schwierige Geschichte da oben. Also Noble da oben zu sein, ne, ist so schwierig. Und mit Stahlwänden ist das krass. Dann könnt ihr euch zumindest eine kurze Zeit da oben ein... ihr wisst, was ich meine. Einverkarri... Digga, jetzt kann ich kein Deutsch mehr. Ihr wisst, was ich meine. Oh Gott, Alter. Okay, let's go. In 42 Sekunden wird das Ding kleiner. Wir haben ein Medaillon, ne. Ach, wir haben es nicht mal dabei. GG's. Gut, das liegt doch da. Sei es drum. Dann haben das Raft-Medaillon ist wahrscheinlich hier. Und wo ist das andere Medaillon hier? Gut, das sind 2 Medaillons. Das andere ist noch vor Ort. Okay. Echt zufällig, dass hier mein Mate... Ich wollte gerade sagen, er ist nicht mein Mate, aber er ist im Stream, gehört zu meiner Community. Dass wir in der gleichen Mitbauen-Solo-Runde sind. Das ist so ein Zufall. Eineinhalb Minuten. Dann zeigt sich, ob das der Aufnahmegott bei uns ist, die Aufnahmegeister bei uns sind und uns endlich Glück wünschen. Mets haben wir genug, würde ich behaupten. Loot geht klar. Medaillon verrät uns nicht, habe ich jetzt nicht extra liegen lassen, aber ist tatsächlich auch besser so. Stahlwände wären, wie gesagt, wirklich noch ein Gamechanger. Aber naja. Wenn es nicht so sein soll, soll es nicht so sein. Ich werde jetzt auf jeden Fall schon mal hier nochmal alles abchecken. Stahlwände finden wir ja wahrscheinlich gar nicht mehr, ne? Ist eine ganz klare Sache. Ich werde jetzt mal Richtung Auto gehen, nach Reckless, um uns zur Not ganz, ganz schnell zu der Insel zu bekommen.
Weil das wird dann eine heftige Geschichte, glaube ich. Also ich glaube, wird eine extrem heftige Geschichte dann. Ich hoffe es, wie gesagt, dass sie jetzt spawnt. Wenn sie nicht spawnt, habe ich mal wieder Pech. Dann könnt ihr euch das Let's Play Name Intro hier schon denken. Dann wird der Titel sein, ich verzweifle oder sowas. Irgendwie sowas. Ne. Runde läuft bis jetzt aber dennoch ganz gut. Wir haben eigentlich sehr, sehr gut. Wir haben aber auch gute Gegner, ne? Also, was ich so habe, man erkennt teilweise schon an den Namen, wie krass die Gegner sind. Und ich muss auch behaupten, dass ich echt gegen die Gegner, die ich eben schon gekämpft habe, boah, die waren schon krass. Und hier entscheidet sich jetzt das, ob die Doominsel spawnt oder nicht. 5 Sekunden noch. So. Sie spawnt. Sie spawnt. Sie spawnt! Genau, die Doominsel spawnt! Ach du Jemine, alle Medaillonträger gehen jetzt hin. Ich finde hier kein Auto hier, das gibt es jetzt auch nicht. Ne? Hier ist nirgends ein Auto. Egal, wir gehen zu Fuß. Wir gehen zu Fuß. Bitte steht hier noch ein Porsche, bitte! Nein, 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 nein! Jetzt spawnt sie ausgerechnet da, ne? Ich kann es nicht. Okay, sie ist aber auch noch nicht da. Ich hoffe, dass die Leute sich da oben die ganze Zeit so auseinanderfighten, dass sie das nicht... Oh, jetzt ausgerechnet habe ich die Doominsel. Also komm, was wolle, das Ganze wird einfach ein Video, ist mir egal. Jetzt, ich bin offstream. Meine erste Runde offstream. Bitte, lass mich doch in Ruhe. Nein. Ey, hör auf, mich wegzuschwitzen. Chill mal deine Klöten, okay? Ich habe einmal die Doominsel und du willst jetzt wirklich diese Politik mit mir machen, oder? Verstehe ich das jetzt falsch, oder? Warum denn? Das ist ein Medaillon, ne? Ist mir aber egal, jetzt reicht's mir. Jetzt lässt du mich in meinen Tesla und auf die Insel gehen. Ich will mich wenigstens da oben vercampen. Geh nur ein Rift. Da oben ist ein Rift. Aber ich glaube, da ist ja gerade in den Rift gegangen. Ja, gehen wir mal in das rein. Let's go. Geh mal rein jetzt. Der nimmt das Teil ein. Okay. Let's go. Die müssen sich einfach nur fighten. Jetzt ist es mir egal. Jetzt ist es meine Insel. Die verteidige ich jetzt bis sonst was. Aber, oh, oh. Einer mit 2 Medaillons kommt und einer mit 1 Medaillon. Hier sind alle Medaillons. Mach die Wand einfach nicht auf. Du hörst mich gar nicht. Der denkt, der will sie einnehmen. Aber er schickt, ihr seht es oben links, er schickt die ganze Zeit Bilder rein. Geil. Fühl ich. Also, was ein Zufall. Dann noch die Doominsel, die wir so lange im Stream jetzt das Gespräch hatten. Ich weiß nicht, ob wir mal raus müssten. Ich würde sagen, wir machen die mal auf. Bruder, ich habe es nicht zu editiert bekommen. Ist egal. Wir haben ihn gut gehittet. Wir nehmen die Insel ein. Ich sehe es gerade. Wir nehmen sie ein. Komm. Ja, bitte. Ihr seht auch, wie unten sich das immer weiter auffüllt. Ihr seht hier, das Grünzeug füllt sich immer weiter auf. Fightet. Bitte fightet einfach. Nein. Jetzt wird er hier reinkommen und das ganze Ding stoppen. Einer muss getötet werden. Kommt hier noch ein neuer Gegner. Bitte fightet euch. Bitte. Ja. 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 Ich glaub's nicht. Wenn ich jetzt sterbe, ist es mir egal. Ihr seht über Dooms Schmiede. Sein Gesicht ist aufgetaucht. Da hinten, ihr seht's. Ihr seht's. Oh, geil. Endlich. Und es leben nur noch 3 Gegner. Das ist genau das, was ich meine. Okay, wir jumpen in ihn rein. Bam! Was willst du, Mahim? Was willst du von mir? Die Doominsel ist da, ne? Die Fähigkeiten habe ich euch ja schon mal in einem anderen Video gezeigt. Da gibt es auch diesen richtig geilen Jump. Dann gibt es natürlich seinen Strahl hier, mit dem ihr wirklich alles auseinandernehmt. Dann gibt es natürlich hier noch die wunderbare Kugel. Geil, Mann! Und wir haben das Glück, die Insel, und sind jetzt Doom. Bei 20%. Endlich! Ihr glaubt es nicht, wie lange ich das gesucht habe. Und jetzt haben wir es auch live im Video gepackt. Ich hab... Alter. Komm. Komm zu Daddy. Ich hab Bock. Oh, das könnte man auch ganz falsch verstehen. Ja! Bam! Digga, was?
epischer Doom-Sieg. First Try bei der Aufnahme. Stunden, über Tage, über eine Woche schon nicht mehr gefunden. Und jetzt das Glück. Genial, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da. Und in dem Sinne, Freunde, war es das gewesen. Haut rein, euer Schmäle und ciao.